Hallo, Crashkurs LibreOffice Calc für Datenjournalismus. Calc-Funktion. LibreOffice Calc ist eigentlich nur ein Tabellenkalkulationsprogramm und genauso wird es meist auch nur verwendet. Calc ist aber in Wirklichkeit ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Jede Datenjournalistin und jeder Datenjournalist sollte sich mit Calc wirklich sehr gut auskennen. Zum einen gibt es dafür viele Kurse und Anleitungen im Internet. Aber es ist meistens genauso wichtig, sich gegenseitig über die Schulter zu schauen und neue Tricks zu zeigen. Die wichtigsten Dinge, was man in Calc kennen sollte, sind die Calc-Funktion, nutzbare Datenquellen, Ausgabemöglichkeiten. Calc-Funktion. Die Hilfe in Calc findet man unter Hilfe, LibreOffice, Hilfe. Das sollte wenigstens mal durchgeblättert werden, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Die wichtigsten, die man auf jeden Fall kennen sollte, sind Länge in Klammern Text gibt die Länge des Textes zurück, also die Anzahl der Zeichen, was bei diesem Beispiel 9 ist. Links in Klammern Text, Semikolon, Anzahl der Zeichen, gibt die angegebene Anzahl von Zeichen von links zurück, also zum Beispiel die ersten 5 Zeichen. Das Ergebnis ist hier Dings. Rechts in Klammern Text, Semikolon, Anzahl der Zeichen, gibt die angegebene Anzahl von Zeichen von rechts zurück, also zum Beispiel die letzten 4. Das Ergebnis ist Bums. Dann Teil in Klammern Text, Semikolon, erstes Zeichen, Semikolon, Anzahl der Zeichen, gibt die angegebene Anzahl von Zeichen aus der Mitte zurück, also zum Beispiel 2 Zeichen ab dem dritten. Das Ergebnis ist Ing. Finden in Klammern Suchtext, Semikolon, Text, sucht nach einem Text in einem anderen und gibt die Position zurück. Das Ergebnis ist hier Position 6. Und wechseln in Klammern Text, Semikolon, alter Text, Semikolon, neuer Text. Ersetzt innerhalb eines Textes alle Vorkommen von alter Text durch neuer Text. Jedes S wird durch EL ersetzt. Und das Ergebnis ist Dingelbummel. Ein Beispiel von A8 bis A11. Man hat die folgenden Werte. Hier mit der Funktion ist gleich links, Klammer auf, A8 für dieses Feld, Semikolon 5, Klammer zu, erhält man dann die Ergebnisse. Die Postleitzahlen. Dann mit der Funktion ist gleich Teil, Klammer auf, A8 für dieses Feld, Semikolon 6, Semikolon 1000, Klammer zu, erhält man dann das. Anmerkung: Der letzte Parameter von Teil gibt an, wie viele Zeichen zurückgegeben werden sollen. Falls die Zahl größer ist als der Text lang ist, werden so viele Zeichen zurückgegeben wie möglich. Das bedeutet, wenn der letzte Parameter eine sehr große Zahl ist, also zum Beispiel 1000, dann wird einfach nur der Rest des Textes zurückgegeben. Also Teil, Klammer auf, A8, Semikolon 6, Semikolon 1000, gibt den restlichen Text ab dem sechsten Zeichen zurück. Ciao und viel Glück!